Europas größte Fluggesellschaft konnte den durch das Coronavirus verursachten wirtschaftlichen Turbulenzen zwar standhalten, um aber weiter überleben zu können, sucht Ryanair-Chef Michael O'Leary nach Möglichkeiten, den Flugbetrieb wieder aufzunehmen, ohne gegen geltende Hygienemaßnahmen zu verstoßen. Tausende Jobs wurden bereits gestrichen, die Maschinen bleiben am Boden. Wichtig ist doch, dass jetzt keine schwachsinnigen Regeln kommen. Man kann in einer Aluminiumröhre keinen Abstand halten. Wir haben gelesen, dass Gummihandschuhe getragen und Desinfektionsgel benutzt werden soll, und zwar nach jeder Interaktion am Check-in-Schalter. Das ist komplett ineffizient, sinnlos und wurde nur bestimmt, um uns den Eindruck zu geben, dass überhaupt etwas getan wird. Europas Fluggesellschaften kämpfen ums Überleben. Ryanair befürwortet zwar staatliche Hilfen bei der Erhaltung von Arbeitsplätzen, kritisiert aber die Rettung staatlich subventionierter Mitbewerber. Anstatt alle gleich zu behandeln, werden die Unternehmen, die ohnehin an der staatlichen Nadel hängen, bevorzugt, sowie Lufthansa und Air France. Alitalia wurde wieder verstaatlicht, eine Gesellschaft, die in 74 Jahren nie Gewinn abgeworfen hat. Ryanair ist die größte Fluggesellschaft in Italien, EasyJet, glaube ich, die Nummer 3. Wir wollen keine staatlichen Hilfen, aber wir wollen erhebliche Steuererleichterungen, günstigere Flughafengebühren und nicht, dass Gesellschaften wie Alitalia an den staatlichen Tropf gehen. Der Co-Vorsitzende des Transportausschusses im Europäischen Parlament kann die Kritik nachvollziehen, dennoch müsse Europa Arbeitsplätze erhalten. Der Tourismussektor in Europa stellt 25 Millionen Arbeitsplätze. Ich bin davon überzeugt, dass dieser gesamte Sektor ans Beatmungsgerät gehört. Wir brauchen also Geld, Geld, Geld. Nicht nur von den Mitgliedstaaten, sondern auch von der EU. So we need money, 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 and not only from the member states, also on the European level. Die EU wird nicht müde zu betonen, dass die Hilfen für den Tourismussektor nur ausnahmsweise und vorübergehend gewährt werden. Keine große Hilfe für Michael O'Leary, der nun gegen die staatlichen Hilfen vorgehen will.